Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Ich glaube, so wie heute, wie wir das jetzt machen, habt ihr eure Eier noch nie gegessen. Und Scheiße. Habt ihr Eier noch nie gegessen? Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. So wie wir sie heute zubereiten, habt ihr Eier, glaube ich, noch nie gegessen. Ganz einfach, richtig lecker und ihr braucht noch nicht mal irgendwie ein Messer dazu, es sei denn, ihr wollt Brot schneiden. Freut euch drauf. Und die Zutaten, die wir brauchen, seht ihr wie immer in der Videobeschreibung. Unterm Video, wo hier Aufklappen steht, steht alles für euch drin. Und ja, ihr braucht irgendwie so ein Schälchen. Ob ihr jetzt eine kleine Pfanne nehmt oder so eine Cazuela oder irgendwas anderes, bleibt euch natürlich überlassen. Hauptsache, ihr habt irgendwas, wo ihr das dann zubereiten könnt. Ja, wir fangen an mit Tomatensoße bzw. passierten Tomaten. Die geben wir dann hier mal in diese Schale rein. So, das war jetzt so eine ganze Flasche, also ungefähr 700 Milliliter. Dann etwas Salz. Tomate schluckt natürlich einiges. Das stimmt. Dann Pfeffer, Oh, den guten. den guten. Also wenn ihr tatsächlich einen super guten Pfeffer nehmt, den schmeckt ihr dann nachher noch richtig durch. So wie unseren Pfeffer, den ihr natürlich auch bei uns im Onlineshop bekommt, unter wm-bbq.de. Und den schmeckt man auch raus. Den schmeckst du raus. Das weiß ich. Ja. Dann geben wir noch dazu einige Eier. Ich bin heute ganz hart. Ich lasse die Hagelschnüre drin. Boah. Ich hoffe, ich erwische die Stelle, wo keine ist. Aber auch wenn du davon stirbst du nicht. Doch. Nein. Da ist kaum eine drin. Aber ich werde dich nicht reanimieren, falls es Ja. so weit kommt. Vielen Dank. Passiert nichts. Also ihr könnt natürlich auch ein kleineres Schälchen nehmen, gegebenenfalls und etwas weniger, wenn ihr jetzt alleine seid, wenn ihr keinen André habt. So. Ja, alles ist. Ja, so, dann nehmt ihr euch eine Gabel und dann verteilt ihr so ein bisschen das Ei. Einfach nur leicht etwas verteilen. So, das reicht uns. Dann geben wir noch etwas Chiliflocken mit dazu. Bisschen Dampf am frühen Morgen ist natürlich auch immer gut. Wir haben übrigens auch morgen, also morgens am Morgen. Es ist morgen. Ja, weiß So, ich wohl. danke. Bin gerade aufgestanden. So, Mozzarella. Da zupfen wir uns hier einfach so Stückchen raus und setzen die hier rein. Das ganze Gericht erinnert natürlich ein bisschen an Shakshuka, ne? Ja, etwas. Aber ich möchte mal behaupten, es ist viel einfacher und schmeckt auch richtig gut. Und weniger Schnibbelei. Ja, gar keine Gar quasi. kein. Also das kann man auch noch vom ersten Kaffee machen. Im dicken Kopf, wie auch immer. So ein richtiger Katerfrühstück, ne? Quasi. Dann haben wir hier noch ein paar Basilikumblätter, also ein bisschen Kräuter sollen natürlich auch mit dazu. Einfach oben mit rein. Und dann zum Schluss reiben wir uns noch etwas Käse. Da ist die Reibe und zwar ist das hier Parmesan. Dann schauen wir mal, ob das reicht. Ich mache den Parmesan jetzt so ein bisschen, also ich versuche jetzt so ein bisschen die Basilikumblätter auszusparen. Das ist eine Wespe im Ohr. Ja, geh weg. Die tut nichts. Doch, Nein. jetzt schon. Also es wird ja langsam kälter und jetzt ist, glaube ich, auch die aggressive Phase so der Wespen, ne? Ja. So, das sollte reichen. Und dann können wir damit schon zum Grill gehen oder alternativ zum Backofen. Im Backofen würde ich sagen 200 Grad. Und dann dürfte ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde dauern, bis ihr den ersten Kaffee getrunken habt. Achtet so ein bisschen auf den Käse. So, den Grill haben wir jetzt indirekt vorgeheizt. Sprich, rechts und links ein Brenner an, in der Mitte nicht.
Ihr solltet auch im Grill natürlich die ähnliche Temperatur wie im Backofen haben, um die 200 Grad, und dann passt das schon. So, und jetzt? Was jetzt? Ein Bier? Ist halt nicht ein bisschen zu früh. Zu früh für ein Bier? Nee, für dumme Fragen. Klar will ich Bier. Ja. Der fragt Sachen, ey. Da freut er sich. Oh, guck mal. Ja, dafür gibt es auch eine extra große Flasche. Wow. Vielen Dank an den lieben Marco. Ja, danke. Marc weiß Bescheid. Also es ist ein Altenmünster Landbier. Landbier mögen wir ja gerne. Altenmünster kommt aus... Altmünster. Nee. Marc Oberdorf. Ich kann es nicht richtig erkennen ohne Brille. Soll ich mal vorlesen? Ach, das spielt keine Rolle. Müsste irgendwo in Bayern sein. So. Dann Prost. Prost, Prost, Leute. Bin ich gespannt. Oh, das ist gut. Richtig. Ja, sehr gut. Richtig lecker. Hervorragend. Ja. Ja, dann warten wir, bis wir fertig sind. Ja, wir sind knapp vor Ende. Wir haben doch ein bisschen länger gebraucht als gedacht. Aber das liegt einfach daran, dass wir so eine große Schale genommen haben. Ihr könnt natürlich, wenn ihr alleine esst oder so, auch so kleine Dinger kaufen. Die kosten wirklich ein Appel und ein Ei. Müsst ihr mal bei Amazon googeln. Findet ihr auf jeden Fall. So, als Deko schneiden wir noch ein bisschen Petersilie klein. Letzten Endes gibt es natürlich auch noch ein bisschen Geschmack ab. Ah, guck mal, lernfähig. Ja. Vorm Frühstück keinen Bock, mich zu verbrennen. So, oh, das duftet. Wow. Es duftet richtig gut und es sieht auch richtig gut aus. Ja. Wie gerade gesagt, noch ein wenig Deko oben drüber. Und dann sind wir auch schon fertig. Das sieht echt richtig gut aus. Ja. Zack. Und wenn die Frau mit isst, packt da noch mehr Deko drauf. Dann sieht es noch schöner aus. Genau. Einfach noch so ein Röschen hier an die Ecke, so Basilikum, zack. Guck mal, wie toll du das gemacht hast. Ja, als hätte ich es gelernt. So. Ja, wir haben hier etwas Brot vom Bäcker gekauft, einfach Baguette. Ob ihr es antoastet oder nicht, bleibt euch überlassen. Ich denke, selbst wenn ihr es auf dem Grill macht, die Zeit wäre da. Dafür, dass man es nimmt. Boah, das duftet. Unglaublich. Und dann müssen wir mal probieren. Also ich würde jetzt quasi einfach nur mit dem Brot eindippen. Einfach mit etwas Brot da rein. Gegebenenfalls noch ein Gäbelchen zu Hilfe. Ja, nur weil er elegant bei dir aussehen muss. Sonst brauchst du keine Gabel. Ganz schön frisch vor dem Frühstück. Mega. Also richtig gut. Vor allen Dingen, man schmeckt tatsächlich die Kräuter noch voll durch. Ist ja relativ wenig Basilikum drin. Es schmeckt fantastisch. Hör auf damit. Schade, dass du nichts abkriegst. Ja, warte mal ab. Mach mal gleich Kamera aus. Krieg ich erst mal aufs Maul und dann frühstückst du. Nein. Wir essen dann gemeinsam. Ja. Ich ohne Zähne, du mit Zähne. Ein Quatsch. Aber schmeckt's. Man sieht's. So einfach, so wirklich, wirklich einfach und trotzdem so lecker. Ja, mach das mal zum Frühstück. Ein bisschen vorweg schadet natürlich nicht. Oder in der Wartezeit. Aber auch ohne, es schmeckt einfach nur geil. Perfektes Frühstück, super gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, nicht nur ausprobieren, sondern auch unbedingt den Kanal abonnieren. Ganz wichtig, einen Daumen hoch geben und ein freundlicher Kommentar wäre noch obendrauf ziemlich gut. Wäre super. Ja. Der steht die ganze Zeit und grinst da. Ne? So, tschüss. Ciao.